Meine Schulzeit hat sich abgespielt am Anfang auf einem kleinen Dorf namens Schöner im Landkreis Bitterfeld und war da, glaube ich, bis zur dritten Klasse in einer Schulklasse, in der gleichzeitig vier Jahrgänge waren. Und ich habe alles erfahren über Pilze, ich kenne alle Käfer und mich drängt es heute noch in den Wald, weil wir einen wunderbaren Lehrer hatte, der uns die Natur nahe brachte, auf eine ganz bestimmte Weise. Dann kam ich aber nach Bitterfeld und stellte fest, dass ich weder so richtig schreiben noch richtig lesen konnte. Und mein Onkel Oswin, der irgendwie Berufsschullehrer war, empfand mich vielleicht sogar als eine Schande der Familie, weil die Versetzung bedroht war, und gab mir dann Nachhilfeunterricht, und dann so langsam passiert es. Aber ich muss gestehen, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen und gleichzeitig habe ich sie gehasst. Weil das war auch DDR-Zeit, wo dann die Indoktrination, wie das so schön heißt, doch manchmal so war, dass ich am liebsten davongelaufen wäre und dann auch ganz zum Schluss meine großen Schwierigkeiten hatte, mit dem Ergebnis, dass ich unmittelbar nach dem Abitur, was ich mit Mühe und Not dann noch da machen konnte, geflüchtet bin. Ich habe sehr früh begriffen, dass es Lehrer gibt, die für zwei, drei Schüler Unterricht machen. Wie eben jeder Lehrer darauf hoffen darf, dass er zwei, drei Schüler hat, für die er das macht. Das war eine relativ frühe Erkenntnis. Und dadurch bin ich auch, ich habe auch mal, was mir spontan einfällt, mal eine Strafarbeit schreiben müssen. Da habe ich gesagt, wieso Strafarbeit? Ich entscheide doch, ob das eine Strafe ist oder nicht. Und habe dann, es ging übers Wasser. Und habe dann eine Anthologie und eine Morphologie und Geschichte des Wassers über Seiten aufgeschrieben. Und der Lehrer war dann so verblüfft, dass er mir eine 1 plus gab. Also immer dieses Prinzip. Es gibt noch einen anderen Trick, den ich verraten möchte. Ich habe schnell festgestellt, dass man in Spezialgebieten, wenn man da sich, manchmal auch abartige Gebiete, sich auskennt, ungeheuren Eindruck machen kann. So habe ich mir im Deutschunterricht mal gemerkt, Thomasin von Zirklaria und Hugo von Trimberg. Das sind bestimmte Autoren, die ich dann geschickt in bestimmten Situationen einfach mal so eingestreut habe, eingeworfen. Und die Lehrer dachten, Mensch, wenn der das weiß, dann weiß der vieles. Und so bin ich eigentlich doch sehr gut durch die Schule gekommen. Nur im Turnen, und das war ein bisschen schwierig für mich. Aber außer Leichtathletik, da war ich auch noch ganz gut. Aber Turnen war in der DDR damals ein Hauptfach. Ich habe sehr viele negative Erinnerungen. Aber das Glück der Menschen besteht ja auch darin, dass man die nicht bloß verdrängen, sondern auch vergessen kann. Ich bin zum Beispiel einmal ganz schwierig. Bei uns kam es öfter vor, dass die Lehrer flohen in den Westen. Das stieg man damals in den Zug und da war man weg. Und der jeweils beste Schüler in einem Fach musste den Lehrer dann vertreten. Das war bei mir immer das Fach Kunst, war mein Lieblingsfach. Eines der ganz wenigen, die auch nicht reglementiert werden konnten damals so richtig. Ergebnis, ich musste auch eine Arbeitsgemeinschaft Kunst leiten, und die mussten für die Arbeitsgemeinschaft Theater die Bühnenbilder entwerfen. Und eines Tages stand an das Stück Diener zweier Herren von Goldoni, und wir haben uns den Raum angeguckt. Das war so eine Art Gesellschaftshaus, da gab es keinen Vorhang. Und jemand sagte, das ist doch prima, wir machen einfach, spannen eine Wäscheleine und auf das eine Schild schreiben wir vor und das andere Hang. Und dann ziehen wir das zusammen. Dann fanden wir auch auf dem Schulboden eine wunderbare Transparentpappe, so eine dicke, durchgesägt in der Mitte, hatten aber vergessen, dass auf der Rückseite Lenin mal für irgendeine Demonstration benutzt worden war, dieses Transparent, und hatten es nicht überstrichen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es am Bindfadenmangel lag oder was, zum Schluss wurde in der Mitte ein Loch durchgemacht, der Bindfaden dann an die Leine gehängt. Und dann zusammengezogen, und da schien plötzlich nur noch der Kopf von Lenin oder der Hals. Und das drehte sich nun immer.
Und alle johlten im Schutz der Dunkelheit. Die Schüler waren begeistert von diesem Spiel. Und derjenige, der zusammengezogen hatte, machte immer noch so. Stieß das immer noch an. Und das Schicksal wollte es, dass der Patenbetrieb unserer Oberschule 1 die sowjetische Kommandantur war. Und die erste Reihe saß lauter voller Offiziere im großen Wix. Und die verstanden bis dahin, glaube ich, gar nichts, aber das haben sie verstanden. Und als sie immer weiter drehte, ihr Lenin, bald Kopf, bald Hals, standen sie auf wie ein Mann und gingen raus. Und da wusste ich, ab jetzt hast du ein schweres Leben hier. Und das war dann auch so. Denn es musste immer ein Schuldiger gefunden werden, der war natürlich ich. Hatte aber das Glück, dass ich einen Klassenlehrer hatte, der mal die FDJ mitbegründet hatte. Und der hat mich sehr großartig verteidigt gegen alles. Denn es wäre ein leichtes gewesen. Der Rektor war ein gewandelter Nazi, der 150% Nazi war und dann 150% Kommunist. Für den wäre es ein leichtes gewesen, mich da irgendwie ans Messer zu liefern. Eine der Erlebnisse, aber auch eine Geschichte.